Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Phasmophobia. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir grüßen euch. So. Vier Taschenlampen für zwei Leute. Vier Taschenlampen, wow. Für jede Hand eine, aber das sind die Kacktaschenlampen. Ja, die anderen, dann brauchen wir Stufe. Oh, was standen da? Hast du deine nicht gelevelt? Ach nee, das war Ghost Exile, ne? Da hast du deine gelevelt. Ja. So, der Geist heißt Mary Elliot und er reagiert auf, oder sie reagiert auf alle. Also auch auf dich, Jasmin. Warum haben wir denn so wenig Stuff? Ich nehme mal dieses Kackthermometer mit, das ja wirklich schäbig ist. Und die Kamera. Okay, Sunny Meadows, it is. Ah, hier kann ich ja, ob ich jetzt hier mit Taschenlampe gehe oder Peng, ey. So, Schlüssel hast du liegen lassen. Ich habe jetzt mal den Strom, der ist am Anfang an. Ja, wenn wir einen Lichtschalter finden. Ist er nicht an? Doch, der war an. Hab ich ja ausgemacht. Aber hier gibt's irgendwie kaum Lichtschalter. Ja, die sind total versteckt hier, ne? Zufallsmap. Was willst du tun? Und es ist auch generell mega dunkel. Ja, wegen den Taschenlampen, die so toll sind. Ich finde auch irgendwie dieses... Hier siehst du ja gar nichts, ey. Was zum Geier war denn das? Hat der Geist geschissen, oder... Ist dir da ein bisschen Durchfall durchgekommen in die Unterhose? Oder was ist da gerade passiert? Hast du ein Problem damit, oder was? Nee, kein Problem. Warum leuchtet denn das weiß? Kann ich das aufnehmen? Aber ich muss echt sagen, die alte Kamera hat mir besser gefallen, weil die einen größeren Monitor dran hatte. Ich wünsche mir irgendwas. Ja, dann wünsch dir mal was. Da ist so ein Zettel, den kannst du aufheben. Oh, cool. Jetzt habe ich hier ein Buch. Was wünscht sich Mary denn? Weiß ich nicht. Okay, ich gucke erstmal wegen Orbs. Oder Temperatur. Ach, hier war ja auch noch dieser riesige Keller, ne? Oh Gott, wir sind am Arsch. Okay, hier wird's wärmer. Ah, hier sind ja... Oh, nein. Oh. Let's get in storming. Tendenziell saß hier eine Frau während ihrer Periode auf dem Hocker. Hätte sich doch so eine Mullbinde reinschieben können. Okay, soweit haben wir hier nichts. Wollen wir sie schon rufen? Wollen wir schon sagen, gib uns Zeichen und... Scheiß uns auf den Tisch. Diese Lichtschalter hier, das ist ja auch Tür geht der Burner. Nach außen auf. Ja, hier sehe ich zum Beispiel ja nichts. Ich habe hier ein Geräusch Moins. Gehabt. Was geht hier so? Hier liegt ein Spiegel. Ich glaube, in dem Raum hier war es. Ich bin mir aber nicht sicher, um ehrlich zu sein. Das sieht jetzt nicht wirklich aus, als wäre hier irgendwas umhergeflogen. Ah, hier ist ja auch noch eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Hier flackert. Ich glaube, ich hab Gefriertemperatur. Ich hab. Wo bist du denn? Okay. Ich glaube, da drin bist du. Also, Temperatur fällt auf jeden Fall. Also, meine Taschenlampe ist der Burner, ey. Ja, die fetzt. Ey, ich seh nichts. Okay, wo lege ich denn das Thermometer erstmal hin, damit es das akklimatisieren kann? So. Haben wir hier irgendwelche Orbs drinne? Das ist die Kamera. Also, bis auf Gefriertemperaturen kann ich jetzt nichts sehen. Ach, ist mir auch echt ehrlich gesagt zu dunkel hier. Bim, bim. Können wir die Tasche öffnen? Ach, das ist der Wecker. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein komisches Klicken? Okay, also hier vorne it is. Ich weiß gar nicht, ob meine Taschenlampe manchmal an ist, ey. Ist das so richtig? Ja. Okay. Gefriertemperaturen. Wieso ist hier das Licht schon wieder aus? Man sieht ja rein gar nichts. Strom ist aber an, habe ich gerade angemacht.
Ja, aber ist ja mega gruselig mit Licht aus. Ich kann das nicht befürworten, dass hier die Stimmung so hochgeheizt wird. Alter. War der Lichtschalter nicht hier vorne? So. Bringt die Kamera, die auf dem Boden liegt, ist das deine? Die, was? Eine Kamera, die irgendwie... Ach nee, die hängt in der... Nee, das ist alles gut. Auf dem Heizkörper habe ich eine. Da? Ja, genau, das ist der Raum. Das ist der Raum mit Aktivitäten. Da sieht man ja gar nichts. Richtig. Deswegen gehe ich jetzt rein und lege da mal ein Notizblatt hin. Dann kann mir die kleine Mary mal ein Bild malen. Und ich habe noch einen Dots-Projektor für eine Strobopop-Party. Mhm. Ich habe was gehört. Ich sehe halt nichts. Nicht. Nee. Also die könnte hier direkt vor mir stehen, unter einer Lampe, und ich würde die trotzdem nicht wahrnehmen, glaube ich. Das ist so finster. Mrs. Finster. Hm. Kennst du noch Mrs. Finster? Nee, du? Disneys große Pause? Hieß sie Mrs. Finster? Ja, von Randall. Da die Kamera sieht dabei jetzt echt aus wie... Schrott. Also gruseliger. Okay. Mary, schreib ins Buch. Ja, stimmt. Da hast du Dampf beim Ausatmen. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt meine Tastaturbelegung richtig gelegt habe. Deine was? Meine Tastaturbelegung. Was ist das? Wegen Push-to-Talk. Also. Cool. Wir haben, das sieht richtig gruselig aus, ey. Wir haben, wenn das Gewitter ist, hier ist kein Fenster in diesem Raum, aber es wird hell und dunkel. Ja. Könnt ihr doch mal Licht anmachen? Ja, das sieht schon eher aus. Warte mal. Okay, dann sag mir mal, passt das mit der Kamera so? Hm. Da schwebt was. Das Kreuz dreht sich. Ja, das habe ich vernommen. War das schon immer so? Nee, aber das ist lustig. Wie stehst du denn da, ey? Es gab ja ein paar neue Updates. Wieso? Sieht das komisch aus? Das sieht aus, als wärst du besessen, ey. So, was ist das? Ach so, mein Atem. Ja. Okay, ins Buch hat sie nicht geschrieben. Ich hole mal die Geisterbox. Vielleicht will sie ja ein bisschen mit uns quatschen. Mhm. So, du hast deinen famous Spot wiedergefunden? Ja. Ja, ich laufe da überall gegen, ey. Natürlich, du könntest dir blaue Flecken am Schienbein holen, weil du gegen Stuhl gelaufen bist. Ich zeig dir gleich die blauen Flecken von dem... Ich wollte nur gucken, ob hier Orbs sind, aber hier sind keine. Ja, du könntest mit Schienbein gegen Stuhl laufen oder irgendwas anderes, was da so im Wege rumsteht, ne? Ja. Ja, Sicherheit geht vor, Sicherheit geht vor. Da bleibt man natürlich im Van. Viel zu groß. Kannst du noch das IMF-Gerät mitnehmen? Hab ich doch schon. Achso, du hast schon eins? Ja. Hast du noch ein Slot frei? Ich meine jetzt an. Nee, aus. Musst du auf den Boden gucken, dann siehst du es. Eigentlich voll useless die Taschenlampe, wenn du auf den Boden gucken musst, um zu sehen, ob die überhaupt an ist. Ja. Du hattest jetzt auch keinen Platz mehr frei, ne? Nee. Okay. Ich habe hier das grüne Ding noch. Ah, okay, den habe ich ja schon platziert. Sonst hätte man die Bewegungskamera mit reinschmeißen können. Ich weiß gar nicht, ob das noch eine Quest ist. Geh du mal vor, genau. Ja, das Knicklicht macht auf jeden Fall mehr Licht. Follow me to this room. In den Raum hier? Jo. Hier ist die liebe Mary drinne. Das ist ihr Zimmer, ihr Kinderzimmer. Mary Ann. Das Bett habe ich übrigens hochkant gestellt, weil sie frech war und ich der Meinung bin, die kann jetzt im Stehen schlafen, wo um über ihre Taten nachzudenken. Gib uns ein Zeichen, Mary. War das Licht aus, ne? Mary, gib uns ein Zeichen.
Mary, kannst du mit uns reden? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Vielleicht killt sie mich. Nee, ich bin ja in ihrem Zimmer. Mary, versprichst du wieder lieb zu sein, dann stelle ich dir auch das Bett wieder hin. Mary. Eine richtige Matratze kriegst du aber erst, wenn du bewiesen hast, dass du nichts Böses mehr machst. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Die ist doch nicht hier. Kannst du mit uns reden? Hä, das Kreuz hat sich umgedreht und das ist der einzige Raum mit Gefriertemperaturen. Ja, das hat ja nichts zu sagen, ne? Boy, ey. Wieso, du hast doch hier die Gefriertemperaturen, nur in dem Raum. Im Flur ist schon nichts mehr. Mary. Sie hat ins Buch geschrieben, in dem Raum, in dem sie nicht ist, weil es nichts zu sagen hat. Okay. Hat just saying, zu sagen. Just saying. Hier liegen Spritzen. Okay, also das Buch wäre noch dabei. Knochen oder? Das, ja, der EMF ist raus. Das Buch ist auch beim Dots-Projektor, genau in der Fläche. Aber ich lege ihn trotzdem mal anders hin. Oh. Vielleicht etwas. Wo ich. Kann ich den auf der Türschwelle, wenn. Liegt der da höher? Ha. Wir haben aber keine Handabdrücke. Doch, wir haben Handabdrücke. Ich habe alle Beweise. Boss. Absoluter King. Fingerabdrücke, Handabdrücke. Ultraviolett. Es ist ein Dämon. Also, was haben wir? Warte mal, Beweise. Gefrier. Fuck, ich bin tot. Nee, war nur ein Event. Alles gut. Ich hatte auch keine Angst. Nee, hat man gemerkt. Ja, ich wusste, dass ich das survive. Dann ist ja gut, wenn du das wusstest. Ja. Aber gesehen hat man den jetzt nicht, ne? Er hat mir einmal im Nacken gehaucht. Aber gesehen hat man ihn nicht. Nee, und das Licht hat geflackert. Flackert das so, Licht. Wir haben jetzt noch, findet den Geistertypen heraus. Haben wir, erhalte eine Antwort durch die Geisterbox. Ist bei dem Dämon ja eigentlich nicht möglich, ne? Weiß ich nicht. Vervollständige Aufgaben. Gut, können wir jetzt auch nicht machen. Finde einen Knochen. Knochen haben wir noch gar nicht gesucht. Doch, hab ich doch eben gesagt, in dem anderen Raum. Achso, hast du ihn eingesammelt? Nö, ich hatte keinen Platz. Ich wusste auch nicht, ob das ein Knochen ist. Ja, hättest du trotzdem einsammeln können. Also den kannst du immer aufnehmen. Okay, ich nehme mal die Kamera mit, dann gehe ich gleich nochmal rein. Wir haben keine Sanity-Pillen, ne? Nee. Nee, so einen Luxus haben wir noch nicht. Aber wir stehen ja noch gut da, ich habe 70%. Wo war der Knochen? Weißt du es noch? Ja. Kannst du mich hingeleiten? Machen wir einmal ein Foto vom Knochen. Wir könnten auch vom Handabdruck, aber der ist wahrscheinlich wieder weg. Mit meiner tollen Polaroid-Kamera. Klick. Hier war der, glaube ich, drin. Ja, da. Meinst du das auf dem Tablett? Ja. Nee, das ist kein Knochen. Aber das kannst du aufnehmen. Nee. Also zeig da mir an, aber das ist, glaube ich, nur, weil du den Schrank da drunter öffnen kannst. Nee, weil du voll bist wahrscheinlich. Ich kann es in der Hand nehmen, aber es ist kein Knochen. Aber sieht so aus. Was ist denn das dann? Keine Ahnung, der sagt mir nichts dazu. Ich kann's dann weiß ich nicht. Ein Stück Galle vielleicht? Galle. Hui, ich schmeiß die Galle. Okay, ich guck noch mal wegen Knochen. Vielleicht finde ich ja was. Ich durchforste hier noch mal die Zimmer. Mhm, noch mal. Hier war ich schon drin. Hier war keiner. Bin ich mir sicher. Du bist jetzt wieder Richtung Van, oder? Ja. Okay, hier ist auch kein Knochen. Und hier
Geht es weiter? Bewegungssensor, haben wir sowas? Ja, hängt an der Wand. Ach so, weil er noch nicht ausgelöst hat. Nee, nee. Da haben wir ja noch nicht. Also hängt im Van an der Wand, meine ich. Ach so. Ich dachte, du wolltest ihn jetzt nehmen und aus platzieren. Hä, hier ist keiner. Wieso ist hier kein Lichtschalter? Hier ist kein Bewegungssensor. Das Ding, was da an der Wand hängt? Da. Ein bisschen Chaos. Chaos? Chaos? Wieso sind denn hier hinten keine Lichtschalter mehr? Gerade an den Toiletten. Ach, hier. Im Dunkeln pinkeln. Oh, da hat sich was bewegt. Kannst du den Strom wieder anmachen? Nee, aber schön, dass du gefragt hast. Ja, kein Thema, ne? Also so viel Anstand muss ja sein. Ja, also wieder gesoffen oder was, Jasmin? Ja. Also das ist ja Katastrophe hier mit dem... Hä? Hä, der Licht ist doch... Strom ist an? Hä, Strom war doch an. Nee. Wie muss denn der aussehen? Rot oder? Ja, jetzt ist an, jetzt ist an. Ja, okay, er muss rot sein. Ich dachte immer, der muss grün sein. Wäre cool, wenn du in dem langen Flur nochmal das Licht anmachen könntest. In welchem langen Flur denn? In dem, wo ich reingegangen bin. Also da, wo der Geist ist, da dieser lange Gang. Aber ist doch kein... Nee. Aber das Licht müsste doch an sein. Nee, nee, hat er ausgemacht. Hä? Ich sehe nichts, ey, da war eine Tür. Wo könnte hier noch ein Knochen sein? Ist halt nur, damit ich die Sanity nicht so schnell verliere. Ich sehe gerade gar nichts. Der Lichtschalter ist, wenn du in den Flur gehst, direkt rechts hinter dem Durchgang. Also wenn du durchgegangen bist, rechte Seite. Okay. Da war jetzt Licht an, oder nicht? Bei mir ist alles dunkel. Hey, ich habe doch Licht angemacht. Im Flur und so. Auch in dem langen Flur? Ist doch überall Licht an. Okay, bei mir nicht. Ab hier ist wieder Licht an. Ja, stimmt. Ist die letzte Ecke. Ja, bestimmt ein eigener Schalter. Habe ich nicht gesehen. IMF klickt gar nicht an. Ein bisschen hier den Boden absuchen. Hier oben hängt auch eine Lampe. Hier muss ja auch irgendwo ein Lichtschalter sein. Okay, da war nix. Vielleicht in der Kapelle? Was? Nee, da habe ich auch keinen Knochen gesehen. Du hast auch überall geguckt, ne? Alle Gänge von der Bank. Nö. Okay. 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 Ich nehme das mal so hin. Danke für dein Teamwork. Bitteschön. Immer wieder schön, mit dir zu arbeiten. Ja, immer wieder gerne, Digga. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Du hast die Erfahrung, ich habe das Leid. Es liegt der Spiegel. Den habe ich doch gesagt. Den habe ich jetzt fotografiert. Okay, und hier hinter ist nix. Der Keller ist zu. Oh Gott, Jasmin! Was denn? Hast du gerade deine Sabber hochgezogen? Ich hab. Ja, meine ich doch, meine ich doch. Es mich schon wieder juckt. Hä? Es juckt. Nein, wegen dem Licht war ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, ich kann die Schränke nicht öffnen. Strom ist aus. Schon wieder. Ja. Geht das mir auf den Sack? Was ist los hier?
Stromrechnung nicht bezahlt. Oh. Dieser Scheißgeist, weiß der nicht, wie anstrengend das ist, den Hebel immer umzulegen? Okay, ich kann den Knochen nicht finden, leider. Ist auch viel zu großes Ding, ey. Ach Quatsch, das geht noch. Oh. Das ist noch voll im Rahmen. Das geht überhaupt nicht, wenn ich sage, das ist zu groß. Das ist noch voll im Rahmen. Das Problem ist, ich habe jetzt nur noch 34% Sanity. Ja. Wäre jetzt natürlich negativ, wenn ich da nochmal reinlatschen würde. Dieser Spiegel, irgendwas stimmt damit nicht. So. Also wir haben mit dem IMF-Messgerät, hast du keinen Auslöser gehabt? Nee, hatte ich nicht. Also wir haben noch den Bewegungsmelder als Quest, den hast du nicht angebracht, ne? Nein, hast du nicht. Mm-mm. Und IMF hast du nicht gründlich untersucht, hast du auch nicht. Hä, IMF, klar, ich bin da durch die ganzen Räume gelaufen. Überall. Ja, du hast mehr Sanity als ich. Sag mal. Na und? Trotzdem bin ich da durchgelatscht. Das ganze Land steht hinter dir. Das ist schön. So muss das sein. Ja, das ist halt jetzt... Also wenn ich jetzt reinlaufen würde, wäre halt kacke, weil ich keine Sanity-Pillen habe. Finden den eh nicht. Können wir fahren. Bevor, jetzt huntet der. Jetzt geh mal rein. Der huntet doch nicht. Das war nur eine kleine Erscheinung. Guck, wie weit unten die Linie ist. Auf 3. Ja, jetzt. Nee. Tschüss, Patrick. War schön, dich gekannt zu haben. Muss schon mal. Wieso? Wieso? Wollte nur gucken, vielleicht klappt das ja. Ich kann halt nicht mehr reingehen. Das ist das Problem. Also ich sollte nicht reingehen. Also IMF glaube ich nicht. War ihm schon drin, ne? Bis zu seinem Raum? Nein. Verrückt oder was? Oh, das. Warst du das? Nee. Ich krieg die Tür nicht auf. Doch, du warst das. Nein, ich war das nicht. Hast du selber zugemacht? Nein. Es sah so aus. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gerade auf mein Teil hier geguckt und gerade zum Fernsehen geguckt. War das nicht von hier hinten oder was? Ja. Ich war das nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Bewegungsmelder richtig knorke angebracht. Ich war das wirklich nicht. Da wird kein Geist jemals durchlaufen. Ich komme, was wolle. Ich war's nicht. Der IMF hat halt gar keine... Aber ich bin ja auch draußen, ne? Naja, der schlägt aber auch nicht aus, wenn du drinne bist. Sagte ich ja bereits. Ja, der wäre vielleicht, als das Kreuz umgedreht ist, da wäre der wahrscheinlich ausgeschlagen. Was ist denn das für ein Laser hier? Das ist der Bewegungsmelder, den ich professionell angebracht also. Habe. Dachte gerade, was ist denn das Rote da? Also wenn er da nicht reinläuft, dann gibt's keinen Geist, ja? Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Ja. Ganz nett und freundlich. Ja, nee. Ja gut, dann würde ich sagen, dann fahren wir. Ja, fahren Außer wir. Du möchtest noch mal reingehen, den Bewegungsmelder. Mm-mm. Okay. Nein, auf gar keinen Fall. Und du bist sicher, dass du auch nicht mit dem IMF... Okay. Das hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette. Soll ich nochmal umdrehen?
Hast du es dir no. anders überlegt? Kommt das schlechte Nein. Gewissen? Nein. So, finde den Geistertypen heraus. Wir haben kein Geld gekriegt. Warum nicht? Der Geist Meiling. War ein Meiling. Von wegen Dämon. Toll. Aber wir haben doch Gefriertemperatur gehabt. Ja, das hat ja nichts zu sagen. Ja, hattest du das auf dem Thermometer? Nein. Nö, ich hatte nur Mundgeruch. Extrem dolle. Ja, toll. So kommen wir nie auf unser Level. Bin ich jetzt ganz raus? Nee. Ja, ich gehe auch raus. Geister am Meiling. Meiling wäre IMF5 gewesen. Aber war doch nix. Ja, ist aber dein Part, das herauszufinden. Jasmin, toll gemacht, Jasmin, toll gemacht. Einfach toll gemacht. War aber nicht. Na nicht gut. Nicht mal in dem Raum, ey. Alles klar, das war auf jeden Fall eine Runde Phasmophobia. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit am Start. Schaltet sehr gern wieder ein. Bis dahin. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.